Nein, es wird Sie nicht überraschen, wenn ich sage, das erzähle ich einmal meine Vorstellungen und jene der SPÖ Wien dort, wo es hingehört, nämlich zuerst im Parteipräsidium und dann im Parteivorstand. Dann werden wir eine gemeinsame Entscheidung treffen und die werden wir dann der Öffentlichkeit präsentieren. Sie haben sich gestern früh ganz stark für Pamela Rendi-Wagner ausgesprochen. Da war Dosko Ziel aber noch nicht offiziell im Rennen. Am Abend haben Sie dann den Namen nicht mehr klar genannt. Ist Pamela Rendi-Wagner weiterhin Ihre Favoritin? Naja, ich ändere meine Meinung ja nicht innerhalb von Stunden. Also ich habe auch einleitend am Beginn der Clubtagung festgestellt, dass ich ein sehr loyaler Mensch bin, dass wir als SPÖ Wien immer sehr loyal zur Bundespartei stehen. Und von daher ändert sich da meine Meinung nicht innerhalb von Stunden. Wie kann die SPÖ jetzt wieder zur Ruhe kommen? Ja, indem sehr schnell jene Entscheidungen getroffen werden, die notwendig sind, um klarzumachen, wie die personelle Zusammensetzung an der Spitze aussieht und dass wir uns dann wieder verstärkt um inhaltliche Themen kümmern können. Denn ich bedauere sehr, dass der Platz in den Medien sehr stark von diesen personalen Fragen bestimmt wird und nicht von jenen sehr guten Inhalten, die wir beispielsweise auch bei dieser Clubtagung präsentieren. Herr Bürgermeister, der Herr Hacker hat gemeint, der Herr Doskozil hätte den Landtagswahlkampf in Salzburg versemmelt mit seinen Aussagen. Stimmen Sie dem zu? Naja, dass personelle Diskussionen auf Bundesebene nicht förderlich sind, auch nicht bei Landtagswahlen, zeigt sich ja auch an den Ergebnissen der Vergangenheit. Also von daher wird es sinnvoll sein, hier sehr schnell klarzumachen, wie die personelle Zusammensetzung an der Spitze der Bundes-SPÖ ist. Und von daher wird es dann leichter möglich sein, politische Inhalte in der Öffentlichkeit zu präsentieren und dann auch entsprechend gute Ergebnisse zu erzielen. Auch Michael Lindner aus Oberösterreich sagt, die SPÖ befindet sich in einem desaströsen Zustand. Diese Wortwahl hat auch Herr Doskozil gewählt. Ist die SPÖ in einem desaströsen Zustand? Nein, das sehe ich nicht so. Also noch vor kurzem ist die SPÖ bei allen Meinungsumfragen deutlich am ersten Platz bei rund 30% gelegen. Von daher sieht man, dass es eine sehr starke politische Kraft gibt, die die Sozialdemokratie vermittelt. Wir müssen jetzt nur schärfen, insbesondere auch unser Erscheinungsbild nach außen und gemeinsam solidarisch in der Öffentlichkeit auftreten. Dann bin ich überzeugt, dass die Sozialdemokratie in Zukunft auch eine noch stärkere Rolle spielen wird. Zum Beispiel in der Bundesregierung als führende politische Kraft. Jetzt gibt es schon Rufe nach einem dritten Kandidaten. Gibt ein Lager, das weder Pamela Rendi-Wagner noch Hans-Peter Doskozil ist. Der dritte Kandidat möglich, dritte Kandidatin. Ja, das sehe ich derzeit nicht so. Es ist schön zu sehen, dass es viele Namen gibt. Das zeigt, dass wir eine sehr große personelle Breite haben in der Sozialdemokratie. Aber ich denke, die Entscheidung muss jetzt zwischen diesen beiden Personen getroffen werden. Das wird sich dann zeigen im Parteipräsidium. Ich bin ein Mitglied im Parteipräsidium. Also ich warte, welche Entscheidung dort getroffen wird. Aber Sie werden eine Meinung haben? Ja, aber sicher. Und dann natürlich große Entscheidung, Team Dosko oder Team Rendi-Wagner? Für mich ist das völlig klar. Ich habe mit seinerzeit entschieden, Rendi-Wagner zu wählen und es ist unverändert. Was macht denn Rendi-Wagner aus Ihrer Sicht besser, als es Doskozil machen würde? Sie macht den Parteivorsitz gut. Doskozil? Ist ein guter Landeshauptmann von Burgenland. Finden Sie seine Statements oder auch den Brief, den er gestern geschrieben hat, ist das alles sinnvoll in Zeiten wie diesen vor einer Landtagswahl? Jetzt sagen ja doch viele, dass er damit eigentlich der SPÖ sehr schadet. Er hat gestern von einem desaströsen Bild gesprochen, hat auch der Kollege aus Oberösterreich gemeint. Ja, das muss er sich mit seinen Kollegen jetzt in Salzburg ausmachen, den er jetzt gerade den Wahlkampf wahrscheinlich so richtig versemmelt hat. Also glauben Sie, ist der Wahlkampf für die SPÖ dadurch schon gelaufen? In Salzburg, glaube ich, wird das jetzt wahrscheinlich das dominierende Thema sein und wird den Genossen in Salzburg sicher nicht helfen. Wann erwarten Sie sich, dass es eine Entscheidung gibt für den Parteivorsitz? Michael Lindner aus Oberösterreich hat von Entscheidung vor dem Sommer gesprochen. Das wird man im Parteipräsidium besprechen und dort gehört es auch hin, die Besprechung. Wann wird wieder Ruhe einkehren, glauben Sie? Wenn der ganze Zirkus vorbei ist. Wie groß ist denn dieser Zirkus momentan? Viel zu groß, viel zu groß. Das ist einfach ein lächerliches Bild, das wir abgeben. Die Sozialdemokratie nicht verdient, die vielen Funktionäre, die da jeden Tag dafür arbeiten, haben sie das nicht verdient. Und die Menschen im Land können das nur mehr mit Kopfschütteln wahrnehmen. Hätte es hier vielleicht sogar eine Art Message Control Light oder Ähnliches geben müssen, weil das sind ja Zustände, die es schon seit längerer Zeit gibt, die jetzt immer offensichtlicher werden. Nein, wir brauchen kein Message Control, sondern wir haben Spielregeln in der Partei und man soll sich an die Spielregeln halten, dann kann es auch funktionieren. Wenn man sie nicht hält an die Spielregeln, dann kann es nicht funktionieren und das ist das Problem.
Reicht es eine gelbe Karte für den Landeshauptmann? Nein, Selbstdisziplin reicht. Ich kann Ihnen eine wenig spektakuläre Antwort darauf geben. Ich weiß, was ich sagen werde in den Parteigremien. Ich bin ja heute auch im Präsidium und Vorstand dabei. Aber ich behalte das jetzt einmal noch für mich, weil es hängt natürlich auch immer von der Sitzungsdynamik ab und wie die Sitzung läuft. Aber wir werden auch mit einer ziemlich klaren Position kommen. Sie wollen sich natürlich nichts entlocken lassen, dennoch die Frage, was ist denn besser? Sollte man ganz allgemein gesprochen hier möglichst viele Leute befragen oder sollen das wirklich die 500 Delegierten bestimmen? Ich kann Ihnen nur eines sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir heute auch gemeinsam sozusagen eine sehr akzeptable Lösung finden. Also das wäre zumindest mein Ziel und das strebe ich auch mit an. Und Hans-Peter Doskozil, der große Abwesende war und hier als Briefschreiber auch fungiert hat? Er wird kommen heute, man wird diskutieren mit ihm und man wird sehen, was dann am Ende rauskommt. Es kann durchaus auch eine lange Sitzung sein. Es wird sicher intensiv diskutiert.